Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der ist geil, dann ist am Start. Genauso wie eine kleine Runde Let's Test oder sowas. Ich habe noch keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das jetzt Teil 1, Teil 2 oder Teil 3 meines großen Battlefield 4 Wochenend Special ist. Je nachdem, wie es laufen wird, habe ich ein, ja, Let's Community Beef. Das ist ein Community Beef, genau. Das ist Let's Play Community Beef. Ein Let's Play Kampagne und ein Commentary, wenn es gut läuft, für Freitag, Samstag und Sonntag. Ansonsten wird halt nur, ja, Freitag und Samstag oder Samstag und Sonntag, je nachdem, wie ich lustig bin, je nachdem, wie alles funktioniert und sowas. Premium-Mitglieder XP Boost Event ist ja voll cool. Ich habe schon mal ein bisschen gespielt, damit wir jetzt nicht gleich so über schwach sind. Ich habe neue Erkennungsmarken. Schau mal an. Okay, das sind jetzt die Standarddinger halt, ne? Blablabla. Haben wir sowas Neues freigeschaltet? Verdammter Scholli, ich habe ja ziemlich viel. Ah, hier haben wir was Neues. Rang 10. Ja. Rekruten, Scheiße hier. So, jetzt sind wir wieder am Anfang. Okay, ist jetzt nicht so viel Großartiges. Die beiden habe ich mir geklaut. Was haben wir hier? Normal halt, ne? Auch nicht. Ich habe halt nicht viel gespielt. Ihr seht, Rang 11 bin ich. Ich habe mir das Spiel jetzt mal ausgeliehen dafür. Weil ich dachte, da könntest du mal sowas starten. Ich habe Battle Packs. Ah, cool. Für weiß niemand. Was haben wir hier? Schön. Battlelog Emblem. Battlelog Emblem. Mittlere Distanz für die M145, die SVD, sorry. Für die SKH. Veteran Battle Pack. Splitter Tarnung. ACB 90 Messer. Für den Magnum auf jeden Fall. Erkennungszeichen und hier haben wir einen XP Boost. Cool. Ja, wir bekommen demnächst wieder ein Battle Pack. Ja, komm, wir wollen jetzt mal nicht so viel rumschlawenzeln, sondern wollen mal in den Multiplayer gehen. Schnelles Spiel, wir werden mal zur Warmspielung jetzt mal Team Deathmatch spielen. Ich habe eben gerade noch ein bisschen gespielt, aber es ist auch schon wieder ein, zwei Stündchen her, weil ich gerade ein bisschen gezeichnet habe. Und dann wollen wir mal gucken, wie viel taktisches Spiel wir jetzt hier erleben werden. Und wie sehr ich mich aufrege. Eben gerade musste ich auch aufhören, weil ich wieder ziemlich am Fluchen war. Ich finde, das gehört irgendwie zum Zocken dazu, so dieses Fluchen. Weil du hast dann, danach bist du so total entspannt irgendwie. Dann hast du dich mal richtig ausgebürgt, hast mal richtig gemeckert. Dann hörst du auf, dann bist du... ja, jetzt hast du halt abgeschlossen, Feierabend. Wir sind natürlich hier schon in einem Battle mittendrin. Wir können einen zufälligen Spawn. Wir werden jetzt mal mit der AEK spawnen. Und wir haben wieder keine Waffe in der Hand. Das ist mir jetzt schon so oft passiert. Endlich. Guckt euch mal die Grafik hier an. Dem Let's Test, wo wirklich die Beta nur war. Okay, gut, da kann ich es ja verstehen. Aber es ist jetzt das fertige Spiel. Und es ist schon seit ein paar Tagen draußen. Seit ein paar Stündchen ist es schon draußen. Und es hat immer noch solche Texturenprobleme hier. Es ist traurig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist sehr traurig. Ja, es hat ja auch einmal, dass ich dann mitten im Spiel gespawnt bin. Auf einmal hatte ich keine Waffe in der Hand, hatte vor mir ein paar Gegner. Ja, super. Freu dich. Ich höre welche. Ihr habt's gesehen, ich wollte es gerade heilen.
Okay. Ja, ein Kollegen hier. Ich wollte eigentlich ein paar Leute mit dabei haben, aber es hat sich irgendwie keiner gemeldet. Wollte irgendwie keiner so wirklich. Was ich gern hätte, wäre mal ein Schalldämpfer oder sowas. So, den haben wir. Die unten scheint keiner mehr was zu wollen. Das heißt, wir gehen mal kurz hier hin, laden mal in Ruhe nach. Wechseln mal kurz hier zu. Hoppala! Ist der Hunter über uns? Fuck, ich muss nachladen. Wo ist er hin? Zeig dich. Schwanzloser. Hab dich. Aua. Okay, wir haben von hinten ordentlich jetzt aus in die Fresse gekriegt. Okay, das ist ein Kollege. Schreck mich doch nicht so. Fuck! Ist down, okay, gut. Eine SV-98. Fick mich ins Knie. Sowas muss nicht sein. Ja, okay. Und dieses ewig lange, auch irgendwann spawn ich halt mal Gefühl, weißt du? Das ist zum... Das ist auch scheiße. So, jetzt haben wir das neue Messer. Keine Ahnung, was das bringt. Tarnung. Hier kommen, nehmen wir die Splitter-Tarnung. Was haben wir jetzt hier? Ah, ich verkrieg mich jedes Mal. Wir haben überhaupt nichts Neues. Okay. Laservisier brauche ich nicht. Aha, Vordergriff. Ein moderner Griff, der dazu dient, die Ergonomie und Kontrolle von Schusswaffen zu erhöhen. Er erhöht die Stabilität, indem er den Rückstoß beim ersten Schuss um 33% verringert. Ein ergonomischer Griff, der in Run- und Gun-Situationen die Stabilisierung der Waffe unterstützt, verbessert dein Hüftfeuer. Okay, dann nehmen wir mal das hier. Splitter Herbst haben wir freigeschaltet, freue ich mich doch. Gut, dann wollen wir mal weitermachen. Schon wieder diese Grafikfehler. So, erstmal weg damit. Die Farmers, jawohl! Oh, jetzt ist natürlich die Frage, AEK oder die Farmers? Eine AEK habe ich nämlich bei Battlefield 3 ordentlich gescheppert, Alter. So, warten wir mal kurz so. Schönes Ding, die Farmers, Alter. Na? Das war jetzt irgendwie voll schlecht. Einer von euch hat was abbekommen. Ist da jemand so nett von Gegnern und... Du musst leben! Schnell nach oben! Ah, nicht schnell nach oben! Oh. Ah, wo muss ich hin? Was ist... Oh, scheiße! Mann! Jetzt haben wir die Farmers, verfickte Scheiße. Was nehmen wir denn jetzt? Ich will mal kurz die Farmers ausprobieren, Entschuldigung. Ja, ich will jetzt hier wieder spawnen. Farmers. Komm mal her, den Shit. Die Farmers, normalerweise waren sie auch bei Black Ops 1 oder 2? Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt auch bei Battlefield gab. Schon! Mann! Oh, ich wurde wiederbelebt! Halleluja! Vielen Dank und einen schönen Day noch! Alter, ey! Was zeigt euch, ihr Schweine?
Die AEK war halt das Problem, die war halt so ein bisschen am, am Sprayen halt. Und hiermit scheine ich wirklich ordentlich gerade schießen zu können, das ist schon mal ganz gut. Aber ich weiß nicht mehr, wie man Leute markiert. Früher war es eigentlich Select und wenn ich jetzt Select drücke... Oh Gott, bin ich schlecht. Komm, wir geben mir mal den anderen ein paar Punkte hier. Muss ja auch mal so nett sein. Hm. Alter Schwede. Da ist dein Medikit. Los, hey, pass auf. Genau, gib mal ein bisschen Muni. Alter, lass mich durch. Ich höre sie hier langlaufen. Ich habe Angst, dass gleich einer von hinten kommt. Angst war berechtigt. Verdammte Scheiße. Ist jetzt hier ziemlich in der Falle. Ziemlich in der Falle. Das war relativ bescheiden jetzt die Idee. Hm, das war ein Gegner. Ist nicht gut, oder? Solange ich noch in Ruhe hier rumgammeln kann, ist mir das egal. Hm. Erste Hilfe, hol sie dir. Shazam, Bitch! Okay, nachladen. Ich weiß nicht, wo welche sind hier. So viel schon mal sicher. Okay, von da kommt ein Kollege. Feuerschutzhilfe! Ist down. Alter! Okay, noch 5 und dann ab nach Hause! Ich hab keine Ahnung, wo der... Alter Schwede! Ist das ein Gegner gewesen? Aua. Huch. Hier los. Hier, nimm mal. Digga. Ich hab deine erste Hilfe für dich. Mach das Medikit weg. Ich will hier Punkte machen. Schön. Punkte, Punkte, Punkte. Da waren es nur noch 2. Los, erledigen wir sie. Ja, das war's. Da hat unser Team gewonnen. Durch meine wunderschöne, graziöse Leistung. Ah, die Farmers ist schon nice. Ich hoffe, wir kriegen keine Kobra als Visier. Und wenn wir die Kobra als Visier kriegen, hoffentlich mit normalem Punkt Visier. Sturmgewehr, Wumms. Farmers freigeschaltet. Dann nochmal hier. Und das, 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 und das. Und noch 8-mal dazu. Kurz vor Level 12. Freude kommt in mir auf. Das heißt, wir bekommen gleich nochmal ein Köfferchen. Ein 12 auf 2. Das ist somit das Beste, was ich zurzeit hingelegt habe. Also, warum nicht? Standard-Experte. Das Blöde ist, ich kann halt jetzt hier nicht direkt mal irgendwas auswählen, ausbessern oder sonst irgendwas. Kampfbericht teilen. Passiert auch irgendwie nichts. Geht schon los? Eben gerade auch, wollte ich spawnen, auf einmal BUM! Schwarzer Bildschirm. Nix ging mehr. Aber seitlich sehen wir jetzt ein paar Streifen aufblitzen. Flutgebiet. Ich glaube, das ist somit die beschissenste Map, oder? Jeder eliminierte Gegner gibt einen Killpunkt. Da
Das Team mit den meisten Kills gewinnt. Warum sagt man nicht einfach Frags dazu? Das hört sich viel cooler an. Apropos cooler, heute Morgen bin ich auch aufgewacht, ohne Witz, ne? Ja, typisch so. Guck ich so einen Spiegel, habe ich so einen dicken, fetten Eiterpickel unter der Nase. Entschuldigung. Es hat voll wehgetan, als ich ihn ausgedrückt habe. Und dabei war das im Endeffekt nichts Großes. Naja. Shit happens halt, ne? First World Problems. Was war das? Mach ihn fertig! Apropos, ich bin am Überlegen. Ich will mir jetzt Dark Souls 1 holen, weil ich jetzt doch auf den Geschmack gekommen bin. Ich habe mich vorher immer so ein bisschen davor gefürchtet. Alter! Ich wollte das irgendwie, ich wollte es nicht als ganzes Let's Play machen, ich soll es als Speed Let's Play oder sowas machen. Also sprich immer nur die besten Szenen halt raus zeigen von. Ich weiß nicht, wie sehr ihr Lust dazu habt oder wollt ihr lieber das Komplette haben? Könnt ihr mir mal in die Kommentare. Aua, Tauerschroten. Also so ungefähr, wie das halt PewDiePie macht. Immer mal wieder so eine Folge hochladen, einfach mal so, ja, die besten Szenen halt rausschneiden. Weil das da, das wird sonst ein Mammutprojekt und ich habe halt schon mit Viva Pinata. Und wenn ich demnächst Viva Pinata fertig habe, kommt Viva Pinata Trouble in Paradise. Und, ich glaube, oh! Reiß dich mal an den Riemen! Danke! Was? Alter! Jo, kein Ding. Ha! Also das gefällt mir doch ein bisschen besser, die Farmers. Die AIK ist zwar an sich ganz nice, aber die versprayt wenigstens nicht so viel. Lol, wer schreibt mir das jetzt zu? Halt! Scheiße, wir haben gerade die Führung verloren. Ich hab leicht Angst. Wir fehlen die Kugel, Damian! Und meine Mami! Ah, Feuerschutzhilfe, fick dich! Alter! Ach so, okay, ich wollte es gerade sagen, der Schuss hat mich nicht annähernd getroffen, Alter. Ohne Witz. Na gut. Das ist halt das Problem auf dieser Map, die sind alle am Snipen hier. So, lass es mich mal rüber. Du hast einen Scharfschützen gesichtet. Das tue ich fast hinter jeder Ecke. Bam! Batman! Wow! Okay. Sehr gut, ich bin nicht Batman. Alles in Ordnung. Nachladen. Hab dich. Nochmal nachladen zur Sicherheit. Ja, super. Man sieht die Animation des Ladens nicht. So, hier scheint ich erstmal sicher zu sein. Was für ein Bullshit! Alter, ja, ist klar. Ich wollte darüber, bin jetzt ganz unten. Hm? Die Logik ergibt sich mir noch nicht so ganz. Halt, ich bin out of map. Ja, ist ja gut. Ich wollte nur da hoch. Geh ich halt hier hoch. Ich höre doch einen direkt neben mir. Alter Schwede! Leckt mich am Arsch. Rotpunktvisier! Jawoll! Scheiß Cobra ist zum Kotzen, das Visier, Alter. Ohne Witz. Obwohl es eigentlich auch nur ein Visier ist, ne? Ich meine, Visiere sind alle gleich. Sie sind dafür da, um zu zielen. Aber irgendwie kann man mit der Cobra nicht visieren. Das will irgendwie nicht so ganz.
Ich höre da jemand labern, aber ich sehe keinen freundlichen Punkt. Was so viel heißen soll? Ey, Digga, hier ist irgendwo ein Gegner. Okay, gut, gehen wir wieder hoch. Scheint... Habe ich mich verhört? Was ist das jetzt? Halte Schwede! Fütter deine geschmolzene Scheiße, du Wichser! Alter! Alter! Es gibt's doch nicht! Der Typ steht da die ganze Zeit! Ist am Snipen wie blöd! Ja. Ja, lass den mal snipen wie blöd, den Arsch, ey! Dann kann ich hier gleich hochlaufen. So ein Bullshit, Alter. Weißt du, der steht die ganze Zeit mitten auf dem Schlachtfeld. Könnte von jedem meiner Kollegen gesehen werden. Scheiße, hätten wir das Visier drauf schrauben müssen. Doof. Mit dem Visier, mit dem Rotpunkt lässt sich auch ein bisschen besser als mit diesem offenen Visier. Boah, hätte ich jetzt Bock, hier so die Länder hochzukraxeln wie bei Titanfall. Ohne Witz. So, anscheinend. Aua! Aua! Danke! An mich selber oder was? Komm rein auf den Meter! Ich hab Sprint bekommen! Okay, hinten ja, haben wir ausgeschaltet anscheinend. Schauen wir mal, dass sie uns hier keine überraschen will. Okay, hier ist keiner. Oh ja, es ist sehr anstrengend, hier hochzukommen. Okay. Anscheinend kommen sie jetzt von der anderen Seite angerusht. Aber ich spiele wie überhaupt kein Rush. Ich heile dich. Was? Heile dich, das kannst du nicht mit mir machen, sowas. Snipe mich doch wieder einer. Gut, danke. Ich heile dich, Digga. Kein Problem. Und schwupps, habe ich dich gerettet. Wow. Kein Ding. Alter. Ach! Ja, jetzt bin ich schon tot. Jetzt brauchst du mir auch nicht mehr helfen, du Lacker. Jetzt können wir wenigstens das Visier mal drauf schräuben. Ist ja auch schon mal was wert. Schön Rotpunkt oder auch Reflexvisier. Ja, damit lässt sich jetzt ein bisschen besser visieren. Das ist halt auch ein bisschen klobig, das offene Visier.
Gibt's doch nicht. Ich sehe die nicht. Ey, gleich sniper ich auch, ey. Ohne Witz jetzt. Ja, immer unlogischer. Mach's immer unlogischer. Ah, dann der M98B, dieser Wichser, ey. Ja, mach ich mit einem M40A5 mit jetzt. Na, seid ihr in den Lappen? Ich müsste da vielleicht dazu erwähnen, dass ich richtig gut in Battlefield snipen kann. Ich komm hier nicht weg, Hilfe! Ja. Es wäre ultra freundlich von euch, wenn ihr mir nicht alle im Weg rumlaufen würdet. Vielen Thanks und schönen Day noch. Alter, muss einfach hin und latzen. Ja, dann kommst du nicht, du Affe! Jetzt sind noch 5, Jungs! Sind noch 5! Komm schon! Vielen Thanks! Da ist er noch, hat er noch mal Glück gehabt, der Junge. So, haben wir auch wieder gewonnen. Ja, halt die Ball da. So, ich würde sagen, das reicht erstmal an diesem Map. An dieser Map würde ich sagen. Mel! Katzenjammer. Level 12. Dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt am Spielmodus jetzt mal spielen. Ah, variabler Zoom, das ist gut. Variabler Zoom ist immer Bombe. Ja, da wollen wir rausgehen. Katzengejammer auch wieder am Start. Wie eh und je. Mautz. Mein Soldat. Battle Packs. Psst. So, für die M40. Dreistrahllaser, okay. AK-12 das und Battlelog Soldatenporträt. Whoopi fucking du! Das wollte ich jetzt nicht. Egal. Schnelles Spiel. Was machen wir denn jetzt mal? Komm ich mir mal, Eroberung. Gucken wir mal, was wir hier so reißen können. Können wir hier reißen, habt ihr gehört? Entschuldigung. Das muss mal sein. Ist ein bisschen nervtötend mit den Katzen, sage ich jetzt mal langsam. Ich glaube, demnächst werde ich sie noch ausschließen. Wenn ich jetzt hier aufnehmen will. Muss ja nicht immer sein, wa? So. Ah, hört ihr das an? Da ist wieder einer, der meinte, man müsste alles anlassen.
hier. Das bringt dann einen Dreistrahl, der die normale Vorteile eines Laservisiers bietet, durch seine drei einzelnen Punkte aber eine Zielfassung ermöglicht. Nee, ich brauch den variablen Zoom. Meine Fresse! Schnauze! So! Mal gucken. Ziemlich weit anfangen am Spiel. Sagt jemand, wir sollen das da hinten angreifen. Angreifen! Bisschen spät, aber gut. Er gammelt jetzt nur hier rum, deswegen brauchen wir da jetzt nicht einsteigen, so gern ich es auch würde. Wuppi, fucking nur, wir haben nicht einen Hitmarker gekriegt. Ja, ich bin ja dran. Muss nur gucken, wo ich hier hochkomme. Muss doch irgendwo. Ist hier nirgendwo. Ja, super gemacht. Freue ich mich natürlich. Übelst. Tja, Leute, wir sind auf ewig verdammt, jetzt hier im Wasser zu plätschern. Ich sag's euch. Ah, hier ist es doch. Ich hab Sichtkontakt zu einem feindlichen Panzer, westlich deiner aktuellen Position. Fick dich! Fick dich noch mehr! Das ist unser Panzer. Dann ist ja in Ordnung. Ach, das Scheißding ist ja da oben, ne? Fahrstühle gibt's hier. Auf den Müll. Dauerfeuer aktivieren. Ich weiß nicht, wo es. Oh, hi. Hm, was war das denn? Jetzt mal an, wie viel der überlebt, ey. Er macht ja nix. Mich jetzt verarschen, ey! Wie wenig Kugeln brauche ich zum Sterben und wie viel muss ich denn bei dem reinknallen? Ich hab nur Hitmarker hingelegt! 2%, deine Mutter, ey! Ja, ist mir scheißegal. Schreck mich verdammt nochmal nicht so! Da oben? Nein. Da oben ist nichts. Halt, wo will ich hin? Scheiße, oben komme ich gar nicht hin. Ich laufe gerade so ein bisschen ziellos mal durch die Gegend, ist ja auch mal schön. So, es ist. Warte mal, wir gehen jetzt mal. So, das da oben ist B, es wird neutralisiert gerade und da hinten ist A.
Halt, nein, nicht wieder ins Wasser. Egal. Greift jetzt das Einsatzziel an. Kann ich schneller schwimmen? Ah, so. Ich habe gerade wie bei GTA die ganze Zeit auf A gedrückt. Um schneller zu schwimmen. Lol. Wer kam auf diese schwachsinnige Idee ganz oben? Ich höre doch gerade einen voll neben mir langlaufen, ey. Au! Au! Im Kampf gefallen, was ist denn los? Warum? Ach, er hat jetzt zu lange überlebt. Komm, wir lassen jetzt einfach mal sterben. Ich weiß nicht, was der jetzt schon wieder hier macht, ne? Aber es geht mir jetzt schon wieder weit auf den Semmel. Warum? Alter, du scheiß Panzerdreher, Junge, töt ihn! Ja, wo ist der andere Sack hin? Einsatzziel Charlie wurde neutralisiert. So, wieder in Full Burst reingehen. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt rauskomme. Ich habe noch nie bemerkt, dass hier ein Aufzug ist. Ja, Mann! Ich komme in die Ecke und bin sofort tot. Wie unlogisch ist das? Das macht keinen Sinn. Von mir aus hinterweg, okay. Aber wenn ich um die Ecke komme, bin ich nicht tot. Bäh! Dann bin ich um die Ecke komme, auch ein bisschen rotzen können. Das freut mich für dich, du Arsch! Mach's besser! Boah! Pädophile Käsehörnchen hier, ey! Stirb! Ja, was soll ich denn machen? Ich bin verfickter Scheiß normaler Soldat. Ich habe kein C4, ich habe auch keine Raketenwerfer. Ja, ich weiß, alle anderen hätten mich jetzt auch besiegt. Wäre ich dieser Typ gewesen, wäre ich auch tot. Scheiße da, ey. Feindlichen MG-Schützen. Deutlich deiner Stellung.
Krieg ihn nicht richtig zu fassen, Alter. So, egal, ich werde das jetzt einnehmen hier. Ich hab einen verfickten Sicht auf einen scheiß feindlichen Heli! Ja, aber neutralisiert, dank wem? Er muss mal wieder den Tag retten hier. Piss dich! Ich sag verpiss dich, hab ich gesagt. Ah, scheiße, keine Muni mehr! Fuck! Wie? Ah, ist schon wieder unter deren Kontrolle. Willst du mich rollen? Spring da rüber, du Lappen. Ich hab nur verloren, 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 verloren. Ich hab Sichtkontakt zu einem feindlichen MG-Schützen. Wie wär's immer wieder eingenommen und ich nicht damit beteiligt wäre? Das wäre auch eine schöne Sache. Hoppala. Ja, habe ich gern gemacht, kein Problem. Ganz alleine. Ich kann mir vorstellen, dass sie in der Führung liegen, ey. Wir haben Einsatzziel Alpha erobert. Ja, was soll ich dagegen machen? Helikopter, südlich von dir. Ob das jemand gehört hat? Ja, wisst ihr was? Leck mich. Lass mich rein. Alter. Ja, genau, weil ich auch nicht geschossen habe. Das ist das Problem. Ich habe nicht geschossen. Dann wäre er jetzt tot. Aber ich bin einfach zu liebenswürdig. Ich baller keine anderen Menschen ab! So, zack! Hier oben bringt mich gar nichts, dass ich hier oben bin! Kein scheiß Sniper dabei! Komm her, du Affe! Komm her! Mach dich fertig, du Sau! Komm her! Kriegst nichts hin, ne? Scheiß Buhn! Ich liebe das Spiel. Macht Spaß. Ich hab Sichtkontakt zu dem
feindlichen Panzer östlich von dir. Ja, ein Schuss! Der JNG 90, weil er best ist! Weil er beste ist, Junge! Ich merke schon, wie ich gleich von hinten gemessert werde. Ich krieg's nämlich nicht erobert, die Scheiße hier. Sobald ich den Kopf hochstrecke, um die zu töten, kriege ich auch einen Sniper in die Fressleiste. Ja, super. Da hinten steht auch nur ein Kollege, der mich perfekt im Visier hat und mich hätte beschützen können. Aber nein! Wer ich lebe! Die Logik, das ist das neue Spiel von RTL 2! Kann nämlich auch keiner gewinnen! Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzziel Charlie übernommen. Ich habe Sichtkontakt zu einem feindlichen Scharfschützen, östlich von deiner Position. So, ist scheißegal aus welcher Richtung. Ja, Hilfe bei Kill, weil ich's gemacht habe, du Arsch! Mann, bin ich cool, ey! Den Move gesehen. Der war nice. Ja, ist in Ordnung. Ich bin einfach mal tot. Yo. Kein Ding. Schon wieder dieser scheiß Gamer. So ein Lappen, Alter. Alter, und ich bin noch nicht mehr dabei. Und sie haben Alpha eingenommen. Was zur Hölle war das? Stirb, ey. Stirb einfach nur. Ich höre schon wieder einen dreckigen Hubschrauber hier. Ja, make it real. Hält dich keiner auf. Da ist die Anzeige, dass ich noch wiederbeleben kann. Ich möchte den Feind gerne wiederbeleben, dass ich nochmal töten kann. Alter Schwede, habe ich jetzt ein Glück. Beide Panzer von der falschen Seite. Ja, ich weiß, er hat es natürlich sofort bemerkt. Er hat so ein scheiß Biotech-Auge. Bum, da ist ein Gegner.
Alter, ey. So, eine Runde Rush würde ich jetzt so sagen. Ja. Sauf mir jetzt mal gerade was. Muhahaha. Nom nom nom. Weg der Scheiße. Ich meine, wie unlogisch ist das? Du schießt als erstes und du wirst einfach mal als erstes getötet. Alter. Sag mal, ihr müsst euch mal, ihr müsst ja nicht immer so schreien, ihr könnt euch mal ein bisschen beruhigen. Boah, ist das schäbig. Katze. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Nein, eigentlich war es pure Absicht gerade. Ja, da starten jetzt. Digga. Ich hab schließlich einen Bart und der soll gezeigt werden. Okay, wir sind Verteidiger. Halt nach, Digga. Ich muss ja ganz ehrlich sagen. Ich hab früher. Ich war eigentlich ein kompletter Halo-Fan-Freak. Hab eigentlich auch keine anderen Ballerspiele gespielt. Da hab ich Battlefield Bad Company 2 gespielt, hab mich so abgefeiert, dass es mich als Halo-Veteran Ewigkeiten von Halo wieder weggenommen hat. Und hab die ganze Zeit Halo Battlefield Bad Company 2 gezockt. Dann halt Halo Reach wieder ein bisschen, dann kam Battlefield 4. Battlefield 4 wieder gesucht, wie blöd. Battlefield 3, Entschuldigung. Battlefield 4, es macht irgendwie null Fun. Sorry, wenn ich das sagen muss, aber so überaus krass wie damals war es nicht mehr. Schöne Deckung. Alter Mann! Ich bin fett und hässlich, deswegen funktioniert das voll geil! Drecksposition schon wieder hier. Es ist so geil, warum drehen sich die Drecks-Hurenviecher um? Diese minderbemittelten Scheißkerle, ey. Pädophiles Käsehörnchen, Alter. Wurstwasserbetriebenes Schnabelhörnchen. Was ist das hier für ein Scheiß? Ja, ich weiß, dass ich schon längst in der Deckung bin! Genau deswegen muss man sterben! Weil Deckung einen nicht schützt! Das wäre ja noch sinnvoller! Das ist wirklich, du kannst es als RTL nachts hier diese Quiz-Sendung kommen. Kannst du auch sowas hier reinstellen und sagen, finde den Logikfehler. Da wird mich auch keiner gewinnen. Weil es einfach keine Logikfehler gibt in dieser Scheiße.
Ja, ich hab nicht mal einen Hitmeier bekommen, weil das Scheißding volle Kanüle in die Seite getroffen hat. Wäre ja noch schöner. Boah, ey. Irgendwann, weißt du? Reicht's aber auch. So, warum brennt's hier? Hat gefälligst nicht zu brennen. Deckung, Deckung, Deckung. Ach, ich hab einen Schuss noch drin und dann gammelt da unten einer auf dem Boden rum, ey, wo er hingehört. Geh in die Kanalisation, wo du herkommst. Ja, kann es jetzt auch mal einen Ort geben, wo ich spawnen kann? Und der Panzer, der zieht doch gleich hier voll rein. Wusste ich's doch! Ich wusste, dass der Panzer gleich hier reinballert! So, wie behindert siehst du überhaupt aus? Huch, moin! Ey, ich bin auch scharf, Alter. Macht nichts. Ich hatte feindlich in der Geschütz südlich von dir gesichtet. Yay! Hat sogar funktioniert. Ja, hab gedacht, ich würde mich jetzt töten lassen, ne? Mhm, okay, ich hab mich töten lassen. Und da ist mir die Aufnahme abgeschmiert. Suppi! Wuhu! Freude kommt auf. Battlefield, total bugfrei, keine Grafikfehler, total logisch, alles in ein grandioses Spiel, was jetzt schon seit ein paar Monaten draußen ist und zum Glück hat man alle Fehler behoben. Super, geil, freue ich mich. Alter Schwede, dann behalten wir das jetzt ja auch direkt hier. Verdammte Scheiße, Alter. Gibt's das denn, ey? Naja, gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Seht euch noch die anderen Special-Folgen an. Wie es euch beliebt halt, ne? Das könnt ihr ja machen, wie ihr wollt. Kann ich ja auch nichts gegen ändern. Gut. Ja, ansonsten, ne? Sehen wir uns irgendwann mal online. Tschüss.